Jo Leute, was wieder ab? Ich bin wieder mal Bomberfreak auf meinem Kanal. Jo, mein Schiff ist fast fertig. Ich mache, glaube ich, morgen darüber ein komplettes Video. Es wird doch nicht so lange dauern, wie ich es angenommen habe. Ja. Und ich zeige euch nur kurz ein paar Details und sage euch ein paar Fakten an, was so jetzt drin gebaut wurde. Und dann komme ich zum anderen Video, wo das komplett angesagt wird, gezeigt wird, etc. pp. Ja, zum ersten stelle ich mich mal drauf. Manche denken jetzt, ah, das fällt zusammen. Nö. Ich wiege 60 Kilo schon mal so zur Info. Und das Ding hält mich aus. Alter Schwede, das ist massiv gebaut von mir. Ja, ich zeige euch mal kurz, wie mein Zimmer so gerade aussieht. Überall Lego. Überall noch verteilt. Also, mein lieber Scholli, oben auf meinem Bett, auch noch Lego, also überall verstreut, ich kotze manchmal ab, deshalb, ja, erstmal kurz zur Länge, das Teil beträgt einen halben Meter, also von Vorderspitze bis dahin sind es einen halben Meter oder 60 Zentimeter, ganz genau weiß ich es nicht, muss ich nochmal ausmessen, ja, Alter, das sieht doch hardcore. Vorderfront habe ich schon coolen bekommen, finde ich. Alter, tat das weh. Obwohl ich bin schon stark, aber Teil, das wiegt locker 20 bis 25 Kilo. Und da kommt noch hier das Teil, wo die Kommandozentrale ist und so, bla bla. Hier kommen noch Seiten im Gieß, also hier und hier kommen noch Seiten im Gieß. Vorne glaube ich auch, dann sind es 3 MGs vorne. Da kommt eine Kanone hin. Etwas weiter höher und hinten kommt auch noch eine Kanone hin. Obwohl, warte mal. Wer das da jetzt nicht kennt, das ist mal beim Z gewesen, das ist so ein Lego-Knipser, wenn man was falsch gebaut hat. Zack. Ja, und vor allem, nie bitte wundern, wieso das in mehreren, also wegen den Platten, nicht wundern, sondern wegen den Steinen. Weiß, grau, hell, dunkelgrau, schwarz ist, das Weiße ist so geplant. Das hellgrau eher nicht, das soll alles dunkelgrau mit schwarz getarnt sein. Weil hauptsächlich ist meine schwarz und, naja, ich hab das, in sehr kürzere Zeit gebaut. Ich bin auch erstmal drauf stolz, nur zu sagen. Und ja, vor allem, ich muss noch hier Platten hinbauen. Dann kommt noch, ja, wie schon gesagt, die Kommandozentrale hin. Dann muss ich noch hinten weiter noch 2 MG-Posten hinbauen. Das wird richtig harte Arbeit noch. Dann habe ich noch da meine Platten. Die werde ich auch noch benutzen. Aber eher für den Mock, dann wird mein Schiff drin auftauchen. Und ich glaube, am Wochenende kaufe ich mir noch was bei Real oder sowas. Da sind Hardcore-Angebote, vor allem bei der PS4-Spiele. Ey, da hab ich gesehen für Call of Duty Modern War, oder wie das nochmal heißt, das neueste Call of Duty, 15 Euro, Leute! Ich kotze ab! Ich darf ja GTA spielen, aber ich darf nicht Call of Duty zocken. Ohne Witz. Ja. Achso, kann ich euch mal zeigen. Also hier, wie gezeigt, das sind Steine drunter. Oh Mist. Mann, wieso geht das jetzt nicht ab? Bist du blöd? Gustav, komm raus. Ha, Gustav, brav. Nee, ist so ein kleiner Scherz, wie ich immer manchmal mache. So, da sind Steine. Immer 6 hoch und unterschiedlich breit. Das habe ich um ganzen Schiff verteilt innen drinne. Und ja, das brauche ich eben halt, um das Schiff zu stabilisieren. Ohne eine richtige Stabilisierung hat es null Sinne. Ich schlag mal drauf. Ja, und alleine, wie stark das Schiff wird, mein Gott, weil
auf den Namen, bin ich mal urplötzlich gekommen. Zerstörerblitz. Der ist schnell, klein, ja, schon breit für seine kleinen Form hier, von der Länge her. Aber mit zwei Geschützen, insgesamt 5 MG, oben auf dem Dach Flugabwehrgeschütze noch, ist das schon massiv. Also, da kann mir keiner jetzt sagen, ha, das wird bestimmt voll schwach. Ja, allein, guck mal, wenn der Helikopter darauf landet, hat es schon Sinn, dass ich MGs dahin baue. Wegen, sag ich es mal, ein Mann wird schwer verletzt oder kann auch trotz Schusswunde ins Krankenhaus geliefert werden. Also, das meine ich auch damit. Und was ich noch ankünde, Barreal ist, glaube ich, auch ein Longboard, das ich mir vielleicht hole. Da mache ich auch ein Video darüber. Ja. Ja, okay, das war's erstmal von mir. Für Infos und so. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Schreibt einen netten Brief unten unter das Video, besser gesagt. Und ja, bis zum nächsten Mal bei meinem Kanal. Tschüss.